Hallo, moin, herzlich willkommen bei Wing Passion. Wir haben einen neuen Test für euch und zwar den Freewing aus dem Hause Starboard Airrush. Das ist ein Freestyle High Performance Wing mit einer besonderen Eigenschaft, nämlich der besteht aus einem besonderen Material. Die Middle Strut und Front Tube besteht aus diesem Hokipar. Material, das sorgt dafür, dass der Wing auch besonders steif ist. Es ist ähnlich wie dieses, hat eine ähnliche Wirkung wie dieses Alula-Material, was wir von anderen Herstellern kennen. Und möchte ich einmal mit euch zusammen mit diesem Wing hier auspacken und aufpuppen und dann so ein paar Features zeigen, was diesen Wing besonders macht. Kann man schon mal sehen. Ziemlich klein, ne? Dieses Paketchen. Genau, poppen wir den noch einfach mal zusammen auf. Also der Wing kommt, ich war damit gestern noch auf dem Wasser. Das ist übrigens ein Vierer-Wing, den ich jetzt hier habe. Hier haben wir jetzt also eine ganz normale Leash. Schön weich, wunderbar. Ich habe den Wing schon etwas länger zum Ausprobieren, zum Testen. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, euch auch mal so einen kleinen, den Wing mal vorzustellen. So. So, jetzt einmal den Wing von vorne zeigen. Also wie üblich bei diesen Kompakt- und Performance-Wings haben wir ein ordentliches V in dem Wing. Wir sehen schon, dass die Front Tube nicht so dick ist und nicht so fett. Ja, das kann sich Airrush Starboard hier erlauben, weil durch dieses Hokipa-Zeug hier mit 19 PSI so eine Steifigkeit drin ist, dass man dieses Volumen gar nicht braucht. So, dann haben wir hier vorne ganz normal den Griff vorne, Händel mit so einem weichen Neopren, damit man sich die Hände nicht aufscheuert. Dann hat der Wing Schlaufen, keine festen Handles. Ganz einfach aus dem Grund, dass es hier wirklich die Prämisse bei diesem Wing ist, wirklich maximale Gewichtsersparnis. Das werden wir dann gleich mal kontrollieren. Ich werde den Wing, ich habe extra eine Waage mitgebracht, so eine kleine Handwaage. Dann wollen wir den Wing mal wiegen. Es ist wirklich, es ist echt mega leicht, ne? So, dann hat er ist ja also ordentlich, hat einen ordentlichen Bauch hier vorne, ne? Also wahnsinnig, der geht, also dieser Wing ist tatsächlich mit seiner Gewichtsersparnis kann man eigentlich, habe ich die Erfahrung gemacht, ständig eine komplette Quadratmeter größer, kleineren Wing fliegen als die anderen, was ich total klasse finde. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt den Megadruck im Wing, weil ich jetzt nicht springe, so, sondern mir geht es eigentlich eher um die Freestyle-Manöver ohne Springen und vor allem ums Fäulen in der Welle. Hier auf der Ostsee kleinere Wellen, aber auch in Dänemark oder Atlantik auch. Mittelmeer, Kanaren. Und dafür ist der Wing einfach klasse. Ne? Da kannst, also je kleiner der Wing, desto mehr Freiheit hast du in der Welle. Der fliegt dir einfach so hinterher. Wiegt etwas über 2 Kilo, dieser hier. Das ist schon erstaunlich. Das bringt schon richtig Bock. Jetzt, der Nachteil von dem Wing ist natürlich der Preis. Ne? Dieses Hokipa-Zeug ist so ähnlich wie Alula. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Also die 25% Gewichtsersparnis kosten dann auch mindestens 25% mehr Geld, tatsächlich noch ein bisschen mehr. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Das ist jetzt kein Wing für einen Einsteiger. Ne? Also das ist nichts für einen Anfänger, sondern schon tatsächlich für Leute, die entweder im oberen Windbereich, die richtig Druck haben wollen, früh los wollen, racen. Für ein Racen ist der super. Also gerade im größeren Quadratmeterbereich, 6 Quadratmeter, also den gibt es in 3, 4, 5 und 6 Quadratmeter. Ich fliege am liebsten den 4er und natürlich auch den 3er bei richtig Druck. So, das sind so meine Lieblingsgrößen.
Schon bei ein bisschen mehr Wind in Wellen bringt er richtig Spaß. Okay, so, einen ausführlichen Testbericht zu dem Wing schreibe ich dann fürs Magazin. Da kommt dann auch das Video rein. Dazu dann natürlich mache ich jetzt noch ausgiebig Fotos von den einzelnen Features, damit ihr euch das alles genau angucken könnt. Segellatten, Handles, Ventile, Leash und so weiter. Hier vorne an der Fronttür, wie sieht das aus, wie sehen die Tipps aus, wie ist das verarbeitet und so weiter. Das zeige ich euch dann alles auch schön auf Fotos und dann ein paar schöne Filme dazu auf dem Wasser. Und ja, vielleicht habt ihr ja irgendwann mal die Gelegenheit, irgendwo in der Surfschule oder beim Freund oder so, diesen Wing mal zu testen. Nehmt ihn mal in die Hand am Strand, dann werdet ihr den Unterschied sofort merken. Das ist schon, das ist High-End, das ist dieses Produkt und bringt auch wirklich Spaß für seinen speziellen Einsatzbereich. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Kann uns keiner sagen, dass ihr keine Chance seht, weil sich alles heute Abend um das eine dreht. Wovon wir schließlich was verstehen, das ist der Groove. Geht er durch die Ohren mitten rein ins Blut. Und jeder tut, was er gerne tut, weil er's wirklich gerne tut. Komm, lach mich an und ich zeige dir, was ich kann. Dreh mich nach rechts, dreh mich nach links. Hey Junge, schüttel dich, ich weiß, du bringst. Es ist der Moment.